heute ein Kuscheltier und Klebeband, damit ihr euch einen Clown auf dem Boden oder auf eine Matte oder so kleben könnt. Okay, viel Spaß dabei! So, wir kommen zu unserer ersten Aufgabe und zwar ist unsere Aufgabe Akrobatik mit dem Kuscheltier. Wir zeigen euch kurz, was damit gemeint ist. Ihr bewegt euch durch den Raum, zum Beispiel mit den Gretsprüngen. Und sobald wir ein Körperteil sagen, dann muss der Marcel und das Kuscheltier mit dem Körperteil den Boden berühren. Jetzt zum Beispiel die Hand. Einmal mit der Hand. Zack, zack. Und los geht's. Okay? Dann auf die Plätze. Fertig. Los. Einmal Gretsprünge durch das ganze Zimmer. Richtig schön, richtig schön. Ist mein Kommando kommt. Ja, leg los. Ja, das sieht super aus. Schön weiter Gretsprünge. Gretsprünge. Auf und zu, auf und zu, auf und zu. Beine auf und zu. Und jetzt berührt der Fuß den Boden. Ein Fuß. Ein Fuß. Auch vom Kamel. Genau. Oder von eurem Kuscheltier. Genau. Wenn ihr das geschafft habt, weiter mit den Gretsprüngen. Weiter durch den Raum. Los geht's. Gretsprünge. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Das sieht super aus. Weiter geht's. Berührt die Hand den Boden. Einmal die Hand von euch und von eurem Kuscheltier. Der Marcel zeigt euch das nochmal. Sehr gut. Ja, super sieht das aus. Dann laufen wir als nächstes im Pferdchenlauf weiter. Der Marcel zeigt euch das mal kurz. Pferdchenlauf. Zack. Sehr gut. Und wenn unser Kommando kommt, müsst ihr wieder gut aufpassen. Und mit dem Kuscheltier den Boden berühren. Einmal mit der Nase. Einmal berührt die Nase den Boden. Und von dem Kuscheltier natürlich auch. Super habt ihr das gemacht. Und jetzt weiterlaufen im Pferdchenlauf. Schön laufen. Laufen, laufen, laufen. Ja, das sieht klasse aus. Ja, super. Weiter geht's. Und der Popo berührt den Boden. Oh, einmal mit dem Popo. Der Popo und der Popo von eurem Kuscheltier. Sehr gut, Marcel. Bei euch sieht das auch richtig klasse aus. Und jetzt laufen wir rückwärts weiter. Aber passt gut auf, dass ihr nirgendwo vorlauft. Sehr gut. Schön rückwärts weiterlaufen. Ja, rückwärts. Gib Gas. Und wenn unser Kommando kommt, dann müsst ihr wieder den Boden rühren. Mit dem kleinen Finger. Der kleine Finger. Das ist jetzt mit dem Kuscheltier etwas schwieriger. Aber das sieht auch super aus. Perfekt. Dann wieder rückwärts weiterlaufen. Rückwärts weiterlaufen. Ja, sehr gut. Schön aufpassen, dass ihr nirgendwo vorlauft. Genau. Seid ruhig schnell, aber vorsichtig. Genau. Wer kann natürlich den Turbo-Rückwärtsgang einlegen. Und jetzt berührt der dicke Zeh den Boden. Der dicke Zeh. Oh, der dicke Zeh. Sehr gut. Und dann laufen wir im Seitgalopp weiter. Einmal im Seitgalopp. Der Marcel zeigt euch das wieder. Zack. Schön den Seitgalopp. Ja, sehr gut. Und auf unser Kommando wieder gut aufpassen. Als nächstes berührt das Ohr den Boden. Das Ohr. Ja, sehr gut. Jetzt schnell wieder seitwärts weiterlaufen. Ja, super. Richtig turbo, schnell seid ihr. Wow. Ihr macht das super. Weiter so. Und als nächstes berührt der Ellenbogen den Boden. Ellenbogen? So, die nächste Bewegungsform wird sein, dass ihr als Giraffe durch den Raum lauft. Dabei macht ihr euch richtig schön groß, geht auf Zehenspitzen und lauft einmal als Giraffe durch den Raum, bis unser Kommando kommt. Genau, schön weiterlaufen. Ja. Wie die längste Giraffe der Welt. Genau, bis ihr, als ob ihr mit den Händen an die Decke kommen wollt. Macht euch so groß ihr könnt. So, als nächstes berührt das Knie den Boden. Oh, das passt perfekt. Ja, passt perfekt, oder? So, einmal mit dem Knie den Boden berühren und euer Kuscheltier auch. Und dann wieder als Giraffe weiterlaufen. Sehr gut, super sieht das aus. Schön weiterlaufen als Giraffe, richtig schön groß machen.
Genau so groß wie ihr könnt. Und als nächstes berührt der Kopf den Boden. Zack, zack. So, ihr dürft wieder als Giraffe weiterlaufen. Sehr gut. Das sieht toll aus. Große Giraffen sind das. Sehr gut sieht das aus. Super. Als nächstes dürfen beide Hände den Boden berühren. Von euch und von eurem Kuscheltier. Oh, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber das sieht super aus. Ja, sehr gut. So, dann dürft ihr jetzt einmal eine Flitzerunde durch euer Zimmer machen. Das könnt ihr alle. Das müsst ihr Marcel doch zeigen, aber er macht trotzdem. Flitzerunde, zack, 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 zack. Wir legen gemeinsam los. Genau, so schnell ihr könnt. Lauft ihr durch euer Zimmer. Geht mal richtig Vollgas, ja, aber auch jetzt vorsichtig sein. Genau. So, nächste Aufgabe. Nur der Popo darf den Boden berühren. Nur der Popo. Nichts anderes. Also Füße und Arme hoch. Mal gucken, ob ihr das schafft. Sehr gut. Genau, probiert's aus. Wenn das nicht klappt, ist das auch nicht ganz so schlimm. Sehr gut. Und jetzt. Turbo wieder weglaufen. Letzte Runde. Macht euch bereit. Ja, nochmal Gas geben. Komm schon. Das letzte Kommando kommt. Turbo, Turbo, Turbo. Siehst du, wie schnell die alle laufen, Marcel? Ich komme gar nicht hinterher. Meine Augen sind zu langsam. Richtig gut. So. Letztes Kommando. Die Stirn berührt den Boden. Einmal mit der Stirn den Boden berühren. Die Aufgabe wird sein, dass ihr euch einen Clown aufbauen müsst. Wir haben schon mal einen hier vorbereitet. Das heißt, ihr braucht jetzt Klebeband. Und das könnt ihr entweder auf den Boden kleben oder vielleicht auf eine Matte, wenn ihr sowas habt. Genau, der soll dann so wie bei uns ausschauen. Und ihr braucht ein Kuscheltier und etwas zum Augen verbinden. Der Marcel zeigt euch das kurz. So sieht's aus. So, ihr habt jetzt einen kurzen Moment Zeit, um euren Clown schon mal vorzubereiten. Genau, schön die Augen kleben. Die Nase und einen richtig schön breiten Mund. Ja, sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt zu der ersten Aufgabe. Und zwar sollt ihr nochmal die ganz normale Clownsrolle machen. Wichtig ist, ihr stellt beide Füße auf den Mund, dann ein Fuß auf das Auge, damit der Clown auf dem einen Auge nichts mehr sieht. Jetzt die eine Hand auf das andere Auge. Und mit der anderen Hand kitzelt ihr die Nase und rollt dann nach vorne. Sehr gut. Davon macht ihr jetzt drei Stück. Drei Clownsrollen. Und los geht's. Ja, sehr gut. Zeit zu Clownsrollen. Genau, schön auf den Mund stellen. Die eine Hand auf das eine Auge. Das Pazuru-Bein kommt auf das andere Auge. Die Nase kitzeln und rolle. Genau. Sehr gut. Jetzt die nächste. Ja, das sieht super aus. Und wieder eine Rolle. Genau, und jetzt die letzte Rolle. Pazuru-Bein auf das eine Auge, die andere Hand auf das andere Auge, kitzeln und rolle nach vorne. Sehr gut, das sah klasse aus. Super, weiter geht's. So, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Aufgabe. Und zwar braucht ihr dafür das Kuscheltier. Das Kuscheltier, das stellt ihr einmal vor euren Clown, ungefähr einen Schritt entfernt, so dass ihr da drüber springen sollt. Eure Aufgabe ist nämlich jetzt, einmal über das Kuscheltier drüber springen. Zack. Und jetzt die Clownsrolle. Genau. Sehr gut. So, über das Kuscheltier drüber springen. Und die Clownsrolle hinterher. Los geht's. Drei Stück wieder. Ja, sehr gut. Wie ein Känguru über das Kuscheltier drüber springen. Und dann die Clownsrolle hinterher. Wieder auf den Mund stellen. Das Pazuru-Bein auf das eine Auge. Auf das andere Auge die Hand. Und die Nase kitzeln mit der anderen Hand. Und dann schön nach vorne rollen. Ja, sehr gut. Das sieht klasse aus. Schön weitermachen, schön weitermachen. Wieder über das Kuscheltier drüber springen. Und danach die Clownsrolle. Ja, perfekt. Okay, dann einmal Stopp. Wir kommen zur nächsten Übung. Jetzt kommt das Kuscheltier
hinter die Clownsrolle. Das heißt, ihr macht zuerst die Clownsrolle. Genau, jetzt braucht ihr ein bisschen mehr Platz wahrscheinlich. Genau. So, jetzt macht ihr zuerst die Clownsrolle. Wieder auf den Mund stellen. Dazu rüber nach vorne. Und danach über das Kuscheltier drüber springen. Dann wieder zurück. Und die nächste Rolle. Los geht's. Und drüber springen. Sehr gut. Weiter. Ja, das sieht gut aus. Gas, komm. Und schön weiterrollen. Euch ist bestimmt schon ganz schwindelig. Aber ihr schafft das. Das sieht super aus. Und wieder die Clownsrolle. Ja. Und jetzt so hoch ihr könnt über das Kuscheltier drüber springen. Sehr gut. Und schnell wieder zurücklaufen. Und noch einmal die Clownsrolle. So, nochmal die Clownsrolle mit aller Kraft. Und dann genau. Machen wir einen riesigen Sprung. Einmal die Rolle. Hui. Und den Sprung über das Kuscheltier. Sehr gut. Super. Das habt ihr klasse gemacht. Jetzt kommen wir zu der Clownsrolle. Und zwar müsst ihr die jetzt mal blind probieren. Das Kuscheltier braucht ihr dafür nicht mehr. Das dürft ihr einmal wegtun. So, ihr braucht jetzt etwas zum Augen verbinden. Am besten helfen euch eure Eltern ein bisschen dabei. Die ziehen euch am besten die Augenbinde an. Ihr könnt euch schon mal in Position stellen. Das heißt, die Füße auf den Mund. Genau. Man kann das auch ein bisschen fühlen mit den Füßen. Dann das Pazurubein auf das Auge. Genau, da muss man sich auch gut selbst korrigieren. Die andere Hand auf das andere Auge und die Vorwärtsrolle. Das ist jetzt schon ganz schön schwer, aber das schafft ihr. Genau, Augenbinde runter. In Position gehen und dann nach vorne rollen. Ja, sehr gut. Ihr macht das klasse. Und nochmal eine blinde Rolle. Und wieder nach vorne rollen. Sehr gut. Ja, ist ganz schön schwierig, wenn man nichts sieht hinter sich, aber das sieht richtig klasse bei euch aus. Muss man ganz schön mutig für sein, sich nach vorne zu rollen, obwohl man nichts sieht. Zum Glück seid ihr super mutig. Genau. So, schön auf den Mund stellen. Könnt schon mal die Hände auch in Position legen, dann die Augenbinde runter und dann nach vorne rollen. Sehr gut. Und die letzte Runde. Nochmal auf den Mund stellen, Pazurubein nach vorne auf das Auge, die andere Hand auf das andere Auge und mit der Pazuru-Hand die Nase kitzeln. Zack. Und nach vorne rollen. Sehr gut, das sah klasse aus. Richtig mutig von euch. Sehr gut gemacht. So, jetzt dürft ihr den Clown wieder auf die Seite packen. Wir kommen nämlich jetzt zu der Rückwärtsrolle. So, die erste Übung wird sein, dass ihr die Rückwärtsrolle nur halb macht. Das heißt, ihr geht in die Rückwärtsrollenposition und tippt mit den Füßen hinter dem Kopf. Zack. Und tippen. Dann wieder zurück. Und wieder Schwung nehmen und tippen. Sehr gut. Und schön wieder zurück. Genau. Immer nur mit den Füßen hinter dem Kopf tippen. Sehr gut. Genau, nimm schön viel Schwung und dann mit den Füßen hinter dem Kopf tippen. So, gebt mir der Gas, ihr macht es super. Genau. Immer schön tippen, hinter dem Kopf. Genau, und wieder zurück, schön viel Schwung nehmen und wieder hinter dem Kopf tippen. Und wieder zurück und nochmal tippen. Wer das schon richtig gut kann, der kann natürlich mal einen Gang schneller machen. Tippen, tippen, tippen. Ja, super. Glaube ich, ist auch gar nicht so einfach, aber ein super Training. Natürlich. Genau, immer schön Schwung nehmen und hinter dem Kopf tippen. Eine letzte Runde noch. Gebt nochmal richtig Gas. Schwung nehmen und tippen. Sehr gut. Ja, nochmal volle Power. Genau.
So, das sieht klasse aus. Dann kommen wir jetzt zu der nächsten Übung. Und zwar sollt ihr jetzt schon die komplette Rückwärtsrolle machen. Dafür ist es wichtig, dass der Kopf auf der Schulter liegt. Der Marcel zeigt euch das jetzt gleich nochmal. Das heißt, er geht in die Rückwärtsrolle. Zack. Den Kopf auf eine Seite und dann direkt die Rolle hinterher. Wichtig ist, dass die Füße beide auf einer Seite am Kopf vorbeigehen. Genau. Zack. Genau. Beide Füße an einer Seite vom Kopf vorbei. Da, wo das große Loch ist. Wenn ihr den Kopf auf die eine Seite nehmt, dann ist auf der anderen Seite ganz viel Platz. Und da kommen dann die Füße hin. Genau. Richtig schön viel Schwung nehmen. Vergesst auch das Abschlagen nicht. Schön abschlagen. Marcel zeigt euch das mal. Zack. Und die Rolle. Und dann natürlich auch auf den Knien landen, wenn ihr das schon schafft. Ja, sehr gut. Schön abschlagen, dass ich das auch höre. Richtig laut. Bumm. Ja, sehr gut. Und dann richtig schön viel Schwung nehmen. Mit beiden Knien an der einen Seite vorbei. Und dann auf den Knien landen. Sehr gut. Und nochmal durchführen. Einmal schafft ihr noch. Nochmal runter, Beine rüber und rollen. Sehr gut. Ja, das sieht klasse aus. Genau, wenn ihr noch nicht ganz rumkommt, ist das auch nicht so schlimm. Aber dass ihr schon mal den Anfang wisst, das ist super. Ja, und wieder schön viel Schwung nehmen, abschlagen und Füße an beiden Seiten vorbei und auf den Knien landen, wer es schafft. Und die letzte Runde. Gebt nochmal alles, richtig schön viel Schwung nehmen. Zack. Und fertig, ihr habt's geschafft. Zu der nächsten Übung und zwar dem Kampfspiel. Boah. Und zwar machen wir jetzt die Mausefalle mit unserem Kuscheltier. Der eine macht die Mausefalle, das Kuscheltier liegt unten runter und ich muss jetzt unser Kuscheltier retten, damit das von der Mausefalle nicht zerquetscht wird. Wir zeigen euch das einmal. Einmal unter durchkrabbeln, Kuscheltier retten, dann klappt die Mausefalle zu und jetzt muss ich mich rauswerfen. Und geschafft. Okay, dann tauschen wir. Jetzt mache ich natürlich die Mausefalle. Der Marcel krabbelt unter durch. Ich mache platt. Und jetzt muss er sich mit dem Kuscheltier freikämpfen. Ja, sehr gut. Gerettet. Ja, sehr gut. Jetzt seid ihr dran. Einmal die Mausefalle machen. Genau. Kuscheltier darunter. Und jetzt rettet euer Kuscheltier, damit er nicht platt gemacht wird. Ja, sehr gut. Und jetzt freikämpfen. Einfach wegschieben, wegschieben. Ihr könnt euch drehen, ihr könnt auch Hände benutzen und wenn die Beine frei sind, natürlich auch gehen. Genau. Ja, das sieht super aus. Dann tauschen. Der andere darf auch mal die Mausefalle machen. Genau. Ja, sehr gut. Sehr schön. Der eine ist jetzt die Mausefalle und der andere versucht, das Kuscheltier zu retten. Super. Genau, drunter durchkrabbeln, Kuscheltier retten. Und freikämpfen. Genau. Runterschieben, runterschieben, runterschieben. Bis ihr es geschafft habt. Sehr gut. Dann nochmal tauschen. Runde Nummer 2. Ja, das sieht gut aus. Rettet euer Kuscheltier, damit es nicht zerquetscht wird. Und noch schnell retten. Ja, klasse. Schnell darunter durchkrabbeln und dann das Kuscheltier mitnehmen und danach freikämpfen. Aber mit aller Kraft, kämpft euch frei aus der Mausefalle. Schiebt euren Partner einfach vor euch runter oder nehmt die Beine oder was euch sonst noch so einfällt. Ja, das sieht super aus. Da nochmal tauschen, der andere ist nochmal dran. Der andere macht die Mausefalle und jetzt wieder das Kuscheltier retten. Ja, super. Und jetzt freikämpfen. Gebt doch mal alles. Das ist die letzte Runde. Ja, sehr gut.
Wir kommen zu unserem Auspowern und dafür haben wir hier einen Würfel. Und wenn der Würfel gleich fällt, bumm, dann zeigt er uns eine Zahl an. Oh, das war glücklich. Wir haben eine 1 in diesem Fall. Ich zeige das kurz in die Kamera. Eine 1. Und dann müssen wir einen Schrecksprung machen. Bumm. Das heißt, immer die Anzahl, die gewürfelt wurde, machen wir dann Schrecksprung an. Das Passwort ist übrigens Mausefalle. Und wir legen los. Mal gucken, was der Würfel für uns bereithält. Das sieht doch mal aus nach einer 5. 5 Schrecksprünge machen. Und 1. 2, leg los, gib Gas. 3, 4, 5. Sehr schön, bringt die 5 zu Ende und dann können wir auch schon weiter würfeln. Mal gucken, was als nächstes kommt. Das ist wieder die 5. Boah, wir sind richtig sportlich unterwegs heute. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Und wir machen noch eine Runde, mindestens eine oder vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Und. Oh, diesmal ist es eine 4. Und 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Wir legen direkt los mit der nächsten. Und. Die 6 diesmal. Wow, die 6. Und. 1, 2, 3. 4, 5, 6, sehr schön. Was meint ihr? Eine Runde schaffen wir noch, oder? Und die 1, wow. 1, geschafft. Das war doch mal richtig anstrengend, aber bringt uns auch Energie.